Kann man gerade mal sich nach unten links und rechts zur Seite bücken und einen Stein aufheben, so einen kleinen. Ja, klar, Dann Steine, muss man dann einfach würdest mal du finden. so ein bisschen ins Gebüsch rein. Nicht auf das Ding direkt, aber da so ins Gebüsch rein, so irgendwie so einen halben Schritt oder so vor das Viech. Was auch immer da drin. Okay. Schmeißt du den Stein? Hat jemand Gefahreninstinkt von euch? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gut, dann wird der Stein in das Gebüsch geschmissen. Ihr könnt sehen, wie ein... Ist das eine Ratte? Nee, viel zu groß. Irgendein Ding kommt da rausgeschnellt. Es ist haarig, schwarz-weiß gestreift, mit einer spitz zulaufenden Schnauze. Es dreht sich einmal um, dreht dir den Arsch zu, kannst sehen, wie der Schwanz nach oben ruckt und Rodrigo zieht das Schild irgendwie nach vorne. eine grüne Wolke dir entgegenstürmt. Dann verschwindet das Mistvieh irgendwann ziemlich schnell wieder im Gebüsch und ist weg. Rodrigo, der dort in der Hocke hockt, das Schild vor sich gehalten, die Wolke einfach ums Schild herumfliegt. Ja, Ariel, das zeug ich mir gerade erstmal ein. Kasim blickt weiter verständnislos. Mit dem Rodrigo, was quasi ist das denn? inexistenten Geruchssinn von ihm ist. Würfel mal bitte 1W20. Alle? Also Rodrigo Ähm, wahrscheinlich, ne? Rodrigo. Ja. Okay. Du hast jetzt die nächsten 2 Tage den Nachteil Übergeruch. Was ist das für ein Gestank? Geht so ein Stück abseits aus der Woche raus. Oh, es hört ja gar nicht mehr auf zu stinken. Boah. Kasim schnuppert mal. Also ich riech nichts. Boah. Alter. Ich glaube, die kalte, trockene Bergluft hat meine Nase nachhaltig geschädigt. Oder Schwester, die Welt ist zwar schön, aber ihr müsst doch kein Stinkfrettchen angreifen. Ich hab's ja nicht angegriffen. Ich hab da so einen Stein ins Gebüsch gewissen, weil ich dachte, wenn es ein normales, nicht aggressives Tier ist, rennt einfach weg. Ich hab ja nicht auch das Vieh selber drauf geschossen. Absichtlich. Ich wollte es ja nicht Ah, verletzen. Bruder, Schwester, ihr müsst noch so viel lernen. Ihr seid wie Ja, Kinder. Kinder. Ja, wir sind wie Kinder. Und ich weiß gar nicht, was ihr seid, aber wir sind wie Kinder. Ja, Ich ihr sehe auch könnt. gerade, Myria braucht da drüben meine Hilfe. Ich lasse euch mal alleine. Ihr könnt euch die nächsten 2 Stunden weiter ausruhen. Eure blutenden, aufgeschundenen Füße mit Blasen versehrt, ja, erholen. Noch vielleicht einfach also so etwas wie eine Salbe draufschmieren, wenn ihr so etwas dabei habt aus Kräutern. Oder dann ohne Salbe wieder zurück in eure triefenden Stiefel zurückstecken. Ihr habt eigentlich gar keine Lust weiterzulaufen, aber ja, nach den Schätzungen von eurer Navigatorin Sari seid ihr wohl leider erst 2,5 Meilen gekommen. Und nach der Siesta. Ja, Rodrigo hat den Schild noch am Arm und was ein Biest. Macht den Schild wieder, prügelt den Schild sozusagen wieder durch und ja, packt seinen Rucksack wieder auf den Rücken, hockt sich wieder ab und wartet, bis die Reihe losmarschiert. Ich gehe ja zum Glück ganz, ganz, ganz vorne. Könnt ihr wieder aufbrechen und ja, es wird sich nicht besser. Nach ungefähr einer Stunde allerdings wird das Ganze dann gehalten und zwar von dem zweiten Mann Giron. Der bedeutet Jalan, dass er einmal stehen bleiben muss, abhocken und man sammelt sich wieder. Bildet also wieder hier in diesem roten Büsch einen Kreis, damit allesamt hören, was nun ansteht. Hier steht, zumindest laut Geron, Jalan hat das noch nicht gesehen, vor einer Straße. Und zwar nicht vor irgendeiner, sondern vor der Tuzak-Boran-Straße. Und diese muss nun überquert werden. Das ist offenes Gelände, offenes Gebiet. Und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Wachmann hier vorbeiläuft. Gerade wenn man dann mit vielen Leuten einer Schlange in Schützenreihe läuft, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen länger dauert und dementsprechend man ziemlich schnell entdeckt. Man we wechselt also von der Schützenreihe auf das Schützenrudel. Das heißt, die Formation bleibt quasi gleich, nur dass man dann nicht in voller Länge, sondern in voller Breite hinüber marschiert. Das heißt, Jalan wird auf der ganz linken Seite laufen und Vibon auf der ganz rechten Seite wird man dann so diese Straße überqueren, beziehungsweise ihr könnt es auch auf der großen Karte sehen, wo ihr gerade aktuell seid, an dieser Straße.
Dementsprechend lauft ihr dann von rechts nach links hinüber. Die Straße selbst, wie gesagt, läuft von Osten nach Westen, leicht mit südlichem Einschlag, weil das liegt einfach gerade jetzt hier an dieser Stelle, wo ihr sie überquert. Sie ist nicht gepflastert und wirkt ziemlich heruntergekommen. Und wenn ihr dann an diesem Gebüsch verharrt, kauert, darauf wartet, einmal nach links oder einmal nach rechts guckt, ob dort jemand kommt, könnt ihr auch erkennen, wie dort wohl jemand hängt. An den Bäumen aufgehangen. Es handelt sich dabei um sechs Körper, die leicht im Wind schwanken, ungefähr, was ist das? Ja, 400, 300 Meter von euch entfernt, auf der rechten Seite, also in Richtung von Boran weisend, könnt ihr sie sehen, wie sie dort hängen. Nackt. Einige Fliegen, die auf ihnen sitzen und das Ganze, die ganzen menschlichen Körper so ein bisschen einfärben, in so eine schwarze Wolke, und ihr könnt es auch sehen, wie sich die Körper leicht bewegen, die Haut, ja, auf den, die Maden, die dort abgelegt worden sind, das ist zwar ziemlich weit entfernt, aber könnt das dann bemerken, wie, ja, wie sich die Haut weiter bewegt, einfach weil die Maden das Fleisch dann anfressen. Also gut. Ich sehe zumindest keine Wachen. Wie sieht's bei dir auf der anderen Seite aus? Ja, dann würfel mal eine Sinnesschärfeprobe. Kommt. Du hast zwar deine Augen immer auf den Leichen, die dort am Baum hängen, aber blickst dann auch auf die Ansprache von Wiborn hin, die Straße einmal hinunter, kannst dort aber auch nichts erkennen. Also weder Boran kannst du sehen, noch jemand anderes. Die Straße ist wohl frei. Hier ist Also keiner. jetzt, kurze Frage, wir sind jetzt noch, also nicht auf der Straße, sondern im Straßengraben sozusagen. Genau, also im Graben ist es wirklich nicht, es ist einfach nur Busch. Und an dieser Straße hat man dann einfach den Busch weggehackt und enorme Kräfte mobilisiert, sodass man dann auch die Bäume entfernt hat. Und Rico hat mal die Streitaxt gezogen, leise, und da an das Schild, was er knarzend etwas fester umhält, weil wer weiß, ob man dann Hinterhalt reingerät. Aus, bewegt sich langsam und leise an, bricht aus der Formation aus und geht zu Wiborn nach hinten. Ja, du musst dich wirklich anstrengen, bis du ihn findest. Weiß ja ungefähr, wo seine Position ist, wo er sich in dieser Schützenreihe oder in diesem Schützenrudel, was man jetzt gebildet hat, aufhalten muss. Aber dadurch, dass er so abgetarnt im Busch liegt, kannst du ihn kaum finden. Ja, hier bin ich einfach da. Was willst du? Wiborn. Da vorne hängen einige Männer und ich kann es nicht erkennen, vielleicht auch eine Frau. Ich Ich habe würde mir sie gerne gesehen. einmal ansehen, wer das ist, weil, naja, wenn das jetzt nicht gerade jemand ist, der mit den Besatzern hier im Bunde ist, haben die da vorne schon eine Beerdigung oder zumindest einen kleinen Segen verdient. Hast du eine Macke? Willst du die runterschneiden vom Baum oder was? Weißt du mehr als ich oder was, wie meinst du das jetzt? Naja, wenn du jetzt dahin gehen willst, die 400 Meter auf der anderen Seite sind kein Problem. Weiter auf die rechte Seite, aber wir können doch jetzt nicht sechs Leute vom Baum schneiden. Kannst du die angucken? Wenn du meinst, dass das wäre das. Benutze nicht die Straße. Bleib abgekniet. Ja, aber weißt du denn, was hier, wer das ist, wer da hängt und wer die da aufgehängt hat? Interessiert mich nicht. Wer auf dem Marathon Ja. stirbt, ist sowieso verloren. Na, wenn du das sagst. Ich werde mal mit Emi oder mit Brindisian reden, vielleicht wissen die mehr. Das sind entweder die Männer von Havax oder das sind Ja, irgendwelche ja, ja. Widerstandskämpfer. Daraus winkt ab und schleicht schon wieder zurück. Achso, er bleibt bei Brindisian stehen. Brindisian. Ja? Brindisian, wo bist du? Ah, da bist du. Wer sind denn die, die da vorne hängen? Hast du da eine Vermutung? Vermutlich irgendein Exempel der Hafajars an Rebellen oder irgendwelchen Dorfbewohnern hier in der Nähe oder andersherum. Vielleicht sind es auch irgendwelche Hafajars, die von irgendwelchen Rebellen aufgehängt wurden.
Ich werde mir das gleich mal ansehen. Yvonne, ist das scheißegal. Wenn du mitkommen willst. Aber was wirst du denn dort sehen? Dort wirst du nichts mehr finden. Ja, wenn das göttergefällige Menschen sind, dann haben sie ja auch eine ordentliche Beerdigung verdient. Aber wenn du sie jetzt hier vergraben willst, dann sind wir die nächsten Stunden beschäftigt. Ja, vielleicht nicht vergraben, aber naja, ihnen wenigstens. Wir sollten sie hängen lassen, möglichst wenig Spuren hinterlassen. Denke ich auch. Außerdem ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Morgen werden dort andere hängen, wenn wir sie jetzt unternehmen. Wovon sprecht ihr da? Den Baum? Nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Das wird etwas lauter. Kann nicht dein Ernst sein, oder? Warum? Mann, wenn das... Ja. Ihr Zauberer. Ich glaube, ihr seid zu viel. Ja, ihm ist es scheißegal, wer da hängt, ne? Für sieben. Boah, ey. Wenn du mal hier das Zeitliche segnest, dann will ich aber den sehen, der dein Grabsegen spricht, ja? Ich werde das machen und ich werde mir jetzt anschauen, wer das ist und ob die da einen Segen verdient haben. Wenn ich sterbe, werde ich in mein Element übergehen. Wie auch immer. Ja, wartet einfach noch, ich komme mit. Ephagene, es sind doch nur noch ihre Körper. Ihre Seelen sind doch längst wieder zu Bruder Boron und Schwester Zar gegangen. Vermutlich schon längst in einem neuen Leben, sofern es keine Havajas sind. Daraus ist Zar angepisst und steht das auf und geht das einfach auf die Straße rauf. Okay, du, also willst du... Bist du verrückt? Außer er wird es zurückgehalten. Von mir also, nicht, Kasim zischt ihn nur an. Also mit Dijan schnappt ihn irgendwie am Arm. Ja, willst du jetzt mitkommen, oder was? Wenn die uns auf der Straße sehen, dann sind wir die Nächsten, die hängen. Ah, okay. Dann schleichen wir hier im Straßengraben darunter. Wenn dir irgendetwas hilft, werde ich dir folgen, aber... Lass dir gesagt sein, du wirst doch nichts finden bei diesen Menschen. Ja, schauen wir mal. Dijan, wenn das Leichen sind von... Hafajias, Hafax-Typen. Kann es dann sein, dass die Rebellen dann Fallen in die Umgebung legen, dass wenn sozusagen die Leute ihre eigenen Reichen abholen wollen, dann man in die Fallen tappt? Passieren könnte es. Dann ist das Risiko zu groß hier geblieben, Ephadaios. Deine Gnaden hat recht. Wenn es anständige Leute waren, verdienen sie auch ein anständiges Begräbnis. Oder zumindest einen Segen. Ja, aber wir verdienen es nicht, in irgendwelchen Fallen, die womöglich vergiftet sind, zu verrecken. Magister, das wäre ein sinnloser Tod. Magister, dass ihr keinen Mut habt, das hab ich mir schon lange gedacht. Bleibt einfach hier, wenn ihr meint. Ich gehe jetzt los. Im Dienste der Götter ist kein Tod sinnlos. Also los. Das ist keine Sache von... Und das ist keine Sache von keinem Mut haben. Aber in einem deutlich größeren Abstand, also locker 5-6 Meter von den Bäumen entfernt, um sozusagen Rückendeckung zu geben für seine Freunde, falls sie von ihnen angegriffen werden. Rodrigo geht auch mit. Dann lasst mich wenigstens vorher die Örtlichkeiten auskundschaften, ob dort noch andere, ja, vielleicht lauern und seine Falle stellen wollen. Okay, okay. Ich kann unbemerkt dorthin kommen. Kasim schüttelt den Kopf, das ist idiotischer Heldenmut. Das, wovor Großmeisterin Wengenholmer uns immer gewarnt hat. Das ist Heldenmut? Vielleicht ist es auch ein wenig unsinnig, aber ich glaube, dass das Götterwerk niemals unsinnig ist. Na, ausnahmsweise macht ihr mal Sinn. Ephadaios wird von Rodrigo bis an der Schulter zu sich rangezogen. Lass den Magier erst kundschaften. Er bietet uns das an, das nehmen wir an. So besonders sollten wir sein. Ah, das ist ja schließlich unser Führer hier. Dann schauen wir uns doch mal an, was der Verwandlungsmagier aufbieten kann. Ja, der... Jetzt kann man schauen, der Verhandlungsmagier, dauert nicht lange und fängt an, sich auszuziehen. bis er quasi blank vorsteht. Dann drückt er irgendjemandem seine Robe in die Hand und fängt an zu murmeln. Ich möchte einen Visibi machen. Moment, müssen wir mal gucken. Lassen wir Zeit dabei noch. Was macht er denn da jetzt? Entweder verwandelt er sich oder er macht sich unsichtbar, eins von beiden. Er macht Magier-Dinge, keine Ahnung. Lass uns einfach zugucken und hoffen, dass er das tut, was wir wollen. Ja,
Genau. Ich fange an zu murmeln, Visibili Vanitat, aber mach mich unsichtbar. Klappt. Genau, Zeit gelassen hast du dir, hast du ja gesagt. Gerade so. Sind die Sterne noch wichtig für die Sinnschärfe oder sowas, oder bist du jetzt einfach unsichtbar? Nee, ich werde einfach unsichtbar. Also von außen nach innen wird jetzt quasi erst meine Haut und dann mein, was da drunter liegt, unsichtbar. Das dauert ein paar Augenblicke und irgendwann bin ich dann komplett Also erhält man tiefgehende Einblicke in den Körper. Also ja, so ziemlich, ja. Sieht ziemlich unheimlich aus. Gut, dann kannst du unsichtbar auf die Straße treten. Kannst es natürlich hören, wie jetzt der Kies unter dir knackt und zur Seite geschoben wird, wenn du auf diese Straße trittst, aber du fühlst dich leicht sicher, auch wenn du weißt, dass hier natürlich überall Hafaias sitzen können, aber sie sehen dich erstmal nicht. Zumindest nicht, wenn sie keinen Magier dabei haben. Die 400 Meter auf der Straße sind schnell getan, und dann stehst du vor ein paar Leichen. Wie gesagt, sie hängen auf etwas erhöhter Position von den Bäumen herab. Sie sind komplett nackt ausgezogen und ziemlich vernarbt. Sie haben keine langen Haare. Also soldatisch kurz geschoren oder? Zumindest nicht mal raskanisch lang. Okay. Ich bleib erstmal so ein paar Schritt auf Abstand und schaue mir erstmal so auch so ein bisschen das Drumherum an. Ob da vielleicht irgendwie offensichtlich ist, ob da irgendwie, Fallen sind, wo man reintreten könnte, oder ob, wenn hier was ist, irgendwie eher jemand in der Umgebung lauert. Kannst du mal Sinnschärfe machen? Geruch. Okay. Ja, ein Über. Kommt dir ein bisschen bekannt vor. Nichts, was du dir in die Pfeife stecken würdest, weil es dann doch ein bisschen scharf ist, aber naja, wenn jemand das raucht, dann nur mal Raskanis. Aus welcher Richtung kommt das? Leicht versetzt von der Seite, also von der gegenüberliegenden Seite, auf die ihr jetzt eigentlich wolltet. Das heißt, irgendwo in den Bäumen drin. Ja, ich gehe mal noch so ein Stück an diesen Leichen noch vorbei, so 20, 30 Schritt in die Richtung und mit Augen eben auf die gegenüberliegende Seite, versuche da irgendwas zu erkennen im Blätterwerk. Also reingehen werde ich da jetzt nicht in den Dschungel, weil das wird man dann definitiv hören oder zumindest bewegende Blätter sehen. Aber ich gehe mal so am Dschungelrand langsam entlang und versuche da irgendwas zu erkennen, falls da was ist. Du kannst etwas sehen. Wenn du ein bisschen näher herantrittst und darauf aufpasst, dass der Kies nicht gerade zur Seite geschoben wird, die Straße verlassen willst du ja nicht, aber ja, sie verstecken sich, aber du kannst es erkennen. Sie haben maraskanischen Hartholzharnisch und der ist natürlich bemalt, damit er die Insekten festhält oder fernhält. Aber mit so einem Harnisch kann man sich natürlich nicht so unbedingt gut verstecken. Sitzen sie da oben in den Bäumen und drei Stück kannst du erkennen. Eine Pfeife, die rumgegeben wird. Sie unterhalten sich nicht. Sie sind einfach nur leise. Du kannst auch sehen, wie sie wohl ihren Diskus dabei haben. Okay, ne, das ist das, was ich wissen wollte. Und dann gehe ich wieder zurück zu den anderen. Und ich keine Ahnung, wie lange ich jetzt unterwegs war, aber ich breche dann meinen Zauber einfach ab und werde dann inmitten der anderen wieder sichtbar. So 400 Meter hin, 400 Meter zurück, ein bisschen untersuchen. Ich sag mal, das hat eine Viertelstunde gedauert. Ja, also der nackte Magier taucht dann zwischen euch wieder auf. Greift erstmal nach seiner Hose. Aber wenn du die Hose schon anziehst, und was hast du gesehen? Es sind tatsächlich Hafajars, die dort hängen. Und einige Maraskaner, die wahrscheinlich wirklich eine Falle dort ausgelegt haben. Gut, dass wir dort nicht hingehen. Ein Begräbnis sind sie nicht wert. Nee, das sind sie wirklich nicht. Können wir denn weitergehen? Es sind drei Rebellen, konnte ich in den Bäumen erkennen.
Ich hätte genau das Gleiche getan, wenn ich möglichst viele Opfer und den Hazardjust hätte hervorrufen wollen und selber die Taktik der Guerilla angewendet hätte. Können die von ihrem Baum aus die Straße einsehen? Ja, sie halten sie im Auge. Sie warten nur darauf, dass jemand sich den Leichen nähert. Könnt ihr vielleicht mit denen Kontakt aufnehmen? Dynamel, ich habe ja gehört, dass, naja, wenn irgendwelche, na, die Leute von Helmer Havax, die würden die Leichen nicht da hängen lassen, sondern die fressen die auf, habe ich gehört. Ja, auch die Hufflepuffs machen so etwas. Euer Ernst? Erst sich gegenseitig? Das sind Paktierer. Hat das nicht viel mit denen zu tun, aber Tiere waren doch auch mal Menschen. Jetzt sind sie es nicht mehr. Ja, eben, sie waren es. Euer Gnaden, sollen wir die jetzt abschneiden? Nee, ne? Oder das sind sie jetzt nicht wert, habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Ihr seid jetzt aber nicht Nee, böse auf uns, oder? nee. Wer fragt das? Dynar. Ja, nee, keine Sorge, Dina. Wir machen, was Vibon gesagt hat. Wir lassen sie hängen und gehen jetzt weiter. Machen wir das von hier aus oder gehen wir noch ein paar Schritte weiter nach links, so die Straße runter? Wenn wir uns mit denen halten, könnten wir die als Verbündete bekommen oder sind die, ja, wie läuft das in die Gian? Das kann man vorher nicht sagen. Wir könnten Glück haben, aber es kann auch genauso gut sein, dass noch mehr im Unterholz lauern und die uns auch für Havajas halten. Aber, ja. Aber Oder einfach. ein Versuch ist es wert. Ich schaue mal so zu Emira Misabu. Was meinst du, Bruderschwester? Sollen wir jetzt riskieren? Warum denn nicht? Ich bin offensichtlich als Rohankor-Priesterin zu erkennen. Naja, also zumindest in der Anfangszeit wurden auch denen die Glieder abgeschnitten. Aber das sind diejenigen, die dann, naja, die Ungeschaffenen gepredigt haben. Und da konnte man ihren Kopf und ihre Gliedmaßen in der ganzen Stadt Bohor verteilt auffinden. Das war ein Spaß. Wieder zusammenpuzzeln und so. Das waren dann die Rohankor-Priester, oder, naja, da waren keine richtigen Priester, aber die dann der Königin geholfen haben, ihre fiesen Lügen zu verbreiten. Emi, Was ihr nicht alle für Spaß haltet. ich weiß, du glaubst an diesen Kreis und dass man da weitergeht, aber mein, abhetzen muss man sich an dich, also wenn du erst vorgehst, pass auf dich auf, ja. Naja, Das Leben ist schön. Maraskan wird mich schon nicht umbringen, Bruder, Schwester. Lass Also mich gut, doch. und die Gian wollen Lass wir? mich doch Das bitte euch Kind auch jetzt. begleiten. Ich bin vielleicht ein Fremdi-G, aber ich halte mich etwas zurück. Gut, dann gehen wir zu dritt. Schlage vor, wir überqueren hier die Straße und nähern uns auf der anderen Seite. Dort sitzen sie in den Bäumen. Vielleicht könnten wir von der Straße aus rüberrufen zu den Bäumen. Willst du hier rufen? Dann könnten uns aber auch andere hören, die vielleicht hier in der Nähe sind. Naja, wir können uns ja den Bäumen auf eine gewisse Distanz nähern, dass wir mit leisem Rufen wohl diesen Baum erreichen, aber nicht die gesamte Umgebung alarmieren. Sitzen allerdings genau gegenüber von diesen Leichen. Wenn wir uns von der Seite nähern, dann vermuten sie vielleicht auch, dass wir doch Havajas sind. Dann nähern wir vielleicht ein paar Schritte durch den Dschungel. Das halte ich für die bessere Wahl. Ich will auf jeden Fall nicht ins offene Messer reinlaufen lassen, deswegen werde ich euch begleiten. Daher wissen wir, wo sie sitzen, aber noch nicht umgekehrt. Wenn wir auf Rufweite herankommen im Dschungel, auf Distanz angreifen können sie uns dort sowieso nicht zwischen den Bäumen. Vielleicht können wir da mit ihnen sprechen. Gut, dann los. Pirscht ihr euch über die Straße rüber? Also Ja, mal wir nach müssen rechts und sehen. links gucken, ob da keiner zu sehen ist und dann. Aktuell nicht, ne. Wollt ihr eine Schleichenprobe bzw. sich Versteckenprobe machen oder ja, wollt ihr das eher schnell machen? Ich bin Ja, für eher heimlich. schnell. Achso, warum nicht eher heimlich? Wo versteckt man sich denn auf einer Straße?
In seinem ich weiß auch nicht genau, was der Frost damit meint. Ja, so, ihr könnt dann abgeduckt über die Straße hinüberkriechen versuchen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwer, aber dann lauft ihr zumindest nicht offen auf der Straße umher. Oder ihr versucht hinüber zu huschen. Also entweder schnell laufen oder rüberkriechen. Also ich bin für schnell laufen. Gut, dann kommt der Führer, ich schließe mich da an, ich folge. Alles klar, dann lauft ihr schnell hinüber, ihr könnt noch eine Athletikprobe schmeißen, ihr beide, plus Emira, die kommt auch mit. Und dann taucht ihr auf der anderen Seite wieder in die Blätterwelt ein. Und das erste, was hier Predigian auffällt, ist Fähnchen, die in den Bäumen hängen. Decken so Revier ab von den Rebellen, oder? Richtig. Du kannst mal gerne Heraldik würfeln. Dadurch, dass du Maraskan-kundig bist, ist sie nicht erschwert. Okay. Sowas überhaupt? Kein Standardtalent, oder? Nee, dann habe ich das nicht. Wissen kann man das haben. Wissen, oder? Oder ist das Gesellschaft? Das müsste Wissen sein. Wissen. Nee, habe ich nicht. Ja, mit den etwas weiter nördlichen, dadurch, dass es nicht dein Schikandidat ist, kennst du dich einfach mit diesen verschiedenen Farbpinselchen nicht aus. Klar, mit deinen schon, die es bei dir gibt, aber das ist einfach zu weit nördlich. Ja, gut. Dann geh ich mal vor. Dort den anderen folgt mir. Ich versuche euch dorthin zu führen, wo wir in Rufseite sind. Ja, Rodrigo nimmt sich diese Bändchen sind ja anscheinend in einer gewissen Ordnung gemacht. Wie viele Farbbändchen sind das? Also welche Farben sind das? Das ist jetzt ein rot-grün-rotes Bändchen. Und so ein rot-grün-rotes Bändchen würde ganz gerne mal abmachen und sich davon eins einstecken. Okay. Einfach irgendwo in die Hosentasche. Einfach mal eins einstecken davon. Ja, alles klar. Gut, kannst du dir einstecken. Die sind dann ja irgendwie festgemacht, mit Lianen dran gebunden, sodass sie dann leicht im Wind flackern können. Und kannst du einfach abbinden oder mit dem Dolch wegschneiden, sodass du es dann von der Liane runterstreifst. Gut, dann eine Schleichenprobe durch das Gebüsch und danach eine Sich-Verstecken-Probe, damit ihr nicht sofort erkannt werdet. Ihr könnt natürlich auch offen in diesem Gebüsch auf sie zulaufen, aber ja. Das ist jetzt eure Entscheidung. Sich verstecken wäre erleichtert. Probe 3, einfach aufgrund des Gebüsches, was hier vorherrschend ist. Schleichend nicht. Okay, die schleichen aber auf jeden Fall hin. Das sieht ganz gut aus. Dann seid ihr zumindest leise. Beide Male 7 Sterne. Oha. Ja, gut. Dann könnt ihr an eine Stelle herankommen, wo ihr sie dann auch seht, wie drei Leute in den Bäumen sitzen. Das ist genau die Stelle, von der ihr dann auch die Leichen jetzt an der Straße baumeln sehen könnt. Und Maraskana sehen irgendwie alle gleich aus, aber für Brentigia nicht. Wo hast du die denn schon mal gesehen? Auf den Dächern von Bora. Das sind die gleichen. Okay, dann will ich mal irgendwie so eine Floskel aus deren Stück verwenden. Das sind ja wohl diese Honinger, oder? Ja. Und damit begrüßen.